Karamatic Safe Drive heißt die innovative Neuentwicklung von GOG. Die Gasdruckregelanlage ermöglicht die Nutzung der Flüssiggasanlage auch während der Fahrt mit dem Campingfahrzeug, bietet im Vergleich zu bestehenden Systemen aber einige Vorteile. Aufgrund eines bewährten und bekannten Anlagenaufbaus ist die Nachrüstung und Montage sehr einfach möglich. Egal welches System von welchem Hersteller Sie im Einsatz haben, der Wechsel hin zu GOG Safe Drive ist kostengünstig und ohne großen Aufwand möglich. Die Gasdruckregelanlage sitzt direkt an der Gasflasche, weshalb kein Gasfilter oder Schlauchbruchsicherung notwendig ist. Unterm Strich benötigt das System wenig Platz im Gasflaschenkasten. Die Sicherheitseinrichtung Crash-Sensor sitzt direkt an der Gasflasche, weshalb das gesamte nachfolgende Leitungssystem geschützt ist. Mit GOG Safe Drive Plus betreiben Sie eine Zweiflaschenanlage, die automatisch umschaltet, ohne Unterbrechung der Gaszufuhr. Dank des patentierten Crash-Sensors darf die Gasflasche dauerhaft geöffnet bleiben und muss nicht vor Fahrtantritt geschlossen werden. So kann man Gasgeräte wie Heizung oder Kühlschrank auch während der Fahrt betreiben. Es gibt bereits Gasdruckregelanlagen, die die Gasversorgung während der Fahrt ermöglichen, so auch zum Beispiel die Karamatic Drive One oder Drive Two von GOG. Das Innovative am System Safe Drive ist, dass die Gasdruckregelanlage samt Crash-Sensor direkt an der Gasflasche montiert wird. Bei der Einflaschenanlage Karamatic Safe Drive verbindet der Camper dann lediglich die Gasdruckregelanlage via Gasschlauch mit der festen Rohrleitung des Campingfahrzeugs. Bei der Zweiflaschenanlage kommen ein sogenannter Zentral- und Umschaltregler an die Betriebs- und Reserveflasche. Die Regelanlagen werden mit einem Mitteldruckschlauch verbunden und ein weiterer Gasschlauch stellt die Verbindung zur Rohrleitung des Fahrzeugs her. Zunächst wird Flüssiggas aus Flasche A entnommen, auf der der Zentralregler installiert ist. Ist die Flasche A leer, schaltet das System automatisch auf die volle Flasche B um. Der Betreiber muss nun das Drehrad am Umschaltregler von Betrieb auf Reserve stellen, um die leere Flasche ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs gegen eine volle austauschen zu können. In der Folge wird irgendwann die Flasche B leer. Auch das erkennt das System wieder automatisch und wechselt zurück auf Flasche A. Der Betreiber muss nun wieder das Drehrad von Reserve auf Betrieb stellen, um die Gasflasche ohne Betriebsunterbrechung zu wechseln. Karamatic Safe Drive wird im zweiten Quartal 2024 im Fachhandel verfügbar sein, sowohl in Online-Shops als auch beim örtlichen Handel.